60.000 sind hier, andere sprechen von 100.000, ist auch egal, bleiben wir bei 60.000. Wir haben schon jetzt Wohnungsnot in Berlin. Wo bleiben die denn alle? Das ist, also es gab ja erst vor kurzem einen Brandbrief der Sozialsenatorin Kipping, ne? Öffentlichen Brandbrief an die Bundesebene. Und es gab jetzt auch einen Brief vor einem Monat, glaube ich, der regierenden Bürgermeisterin an die Bundesebene. Also die Frage, die Sie stellen, ist absolut korrekt. Ja? Ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir die Ressourcen deutschlandweit nicht haben. In Berlin im Speziellen kommen wir einfach an unsere Grenzen. So, Berlin ist ein, wir verstehen uns ja als sicheren Hafen, ja? Und wir wollen dem auch gerecht werden. Dem gerecht werden bedeutet aber eben nicht nur Menschen in Hostels unterbringen, sondern wir müssen sie auch sozusagen menschenwürdig unterbringen. Das kann man für eine Woche machen, das kann man für zwei Wochen machen. Aber dann müssen wir Möglichkeiten finden, wo diese Menschen mit ihren Familien meistens ja auch... Klingt gut, aber eine deutsche Familie findet schon keine Wohnung. Aber das ist ja, was ich gerade sage, ne? Also ich glaube, die Fragestellung kann nicht sein, was macht Berlin? Berlin ist sozusagen jetzt am Anschlag. Also Berlin hat eigentlich kaum noch Ressourcen. Wir müssen auf die Bundesebene schauen und jetzt auf die Solidarität der anderen Bundesländer auch nochmal schauen. Also wenn ich nach Bayern schaue beispielsweise, finde ich das bemerkenswert, dass in Bayern, ich möchte es mal vorsichtig formulieren, die Aufnahmebereitschaft sehr übersichtlich ist. Ja? Während wir hier in Berlin wirklich... Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich meine... sehr restriktiv ist. Ich möchte es so formulieren, ich möchte den Bayern ja nicht vor den Kopf stoßen, ich möchte die ja als Partner gewinnen. Darum geht es mir. Ja? Also wir müssen die anderen Bundesländer als Partner gewinnen. So. Und da hat auch die Bundesebene eine gewisse Verantwortung. Nancy Faeser wird diesbezüglich ja auch immer wieder angesprochen. Es gibt Verhandlungen, das wissen wir auch. Aber sie haben natürlich absolut recht und da müssen wir es auch nicht schönreden. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Berlin wird diese Inanspruchnahme von geflüchteten Menschen eben nicht mehr alleine tragen können. Das wird nicht mehr funktionieren. Wir versuchen unser Bestes. Wir möchten diesen Menschen einen sicheren Hafen bieten, aber wir möchten ihnen auch menschenwürdige Bedingungen bieten. Und das bedeutet einfach, dass wir die Ressourcen bundesweit nutzen müssen. Und das geschieht noch nicht.